So, willkommen zurück zu Hitman. Dem Spiel, wo wir in eine Geheimgesellschaft eindringen und wo niemand unschuldig ist. Glaube ich zumindest. Die Wachen vielleicht so halbwegs, aber ansonsten. Das sieht schon sehr. Also, sie geben sich ja Mühe, ne? Guck mal, da ist noch so ein. Ob die sich nicht ein bisschen lächerlich vorkommen, die ganzen Leute hier? Ah, guck mal, die haben alle den gleichen Pelz, Mann. Das scheint also kalt zu sein hier. Guck mal, ich könnte sogar. Ich könnte untertauchen als Ark-Mitglied, das ist ja schön. Ach, es gibt auch Frauen mit der Robe. Hervortreten. Stronghold? Ach, das ist bestimmt dieser Bunker, den sie verkaufen, oder? Von dem ich so viel gehört habe. Wir verkaufen ja so ein lustiges Bunkersystem hier. Welcome, Sir. I take it this is your first gathering. Would you like to know more about the Stronghold product line? Yes. The Stronghold series is our original and most popular initiative. Bright and spacious, our underground shelters are a far cry from the crude and utilitarian nuclear bunkers of the past. Situated 40 feet below the frozen tundra on Svalbard, able to resist all but direct meteor strike, the Stronghold hive system features a public area, complete with bars and restaurants, a movie theater, and even an exercise stadium. Should I go on? Ich muss in die Kameras treten, oder? Sure, why not? Each individual shelter features electricity, running hot and cold water, a jacuzzi and high-end customizable interiors. Simply flick on the patented Kronstadt Industries hologram windows to a soothing natural view of your choosing. And the Stronghold shelter will feel like a home away from home. Would you like to know more? Na klar. I suppose so, yes. You can choose between three models. The Gold Class, the Platinum Class, and finally the Super Deluxe Rhodium Class, also known as the Core Suites, where you'll be certain to spend your subterranean exile among the very best kind of people. Prices begin at 99 million. Das ist echt wenig. I'll think about it. 99 Millionen ist echt wenig. Also jetzt wirklich wenig. Das ist ja tatsächlich noch erreichbar. Weißt du? Also jetzt mal nicht, also jetzt mal ohne Flachs, das ist ja... 99 Millionen? Was ist das denn? 99 Millionen? Also übrigens, witzigerweise, ich habe jetzt rausgefunden, dass Svalbard anscheinend Spitzbergen auf Deutsch heißt. Das wusste ich vorher nicht, weil ich, witzigerweise spiele ich ja gerade Frostpunk und da ist die aktuelle Mission, die ich da als letztes gespielt habe, war ja diese Saat-Dingsbums. Dass man die Saatgut-Arche. Und das ist halt ein ähnliches Ding. Es gibt tatsächlich eine Saatgut-Arche, also ein bisschen so eine Art. Und zwar in Spitzbergen, also in Svalbard. Da ist nämlich das, die Global Seed Vault Dingsbums in Svalbard. Die ist ja ganz cool eigentlich. Weil daran bewahrt man halt so Samen für diverse Pflanzen auf. Einige Waffen werden erneuert, andere nicht. Ich könnte mich jetzt als Architekt verkleiden. Doch nicht. Ich könnte. Oh, das hier. Das ist anscheinend nicht der vorgesehene Raum. Das hat ja auch ein schöner Szenenwechsel. Nee. Ah, kick mal an hier. Kick an, kick an. Und. Was man denkt, dass Dr. Evil uns 1 Million Dollar verlangt hat? Früher waren 1 Million Dollar auch mehr wert. 1 Million US-Dollar! Und guck mal, noch eine Antikmarke. Schön. Vor allem, wo kommt denn bitte schon der Dreck hier? Wo sollen hier bitte schon irgendwelche leeren Flaschen herkommen? Hier ist das andere Pier, ja. Was soll ich noch sagen? Achso, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Superreichen auf irgendwelche Inseln zurückziehen wollen, ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Spielkonstrukt. Es gibt Hinweise darauf, dass dem... Achso, Isle of Scale, da steht's doch, bitte. Dass das die Superreichen tatsächlich tun. Weil... Ich hatte da mal so ein Interview von sowas, was war denn der? Der war Professor für Dingsbums-Zeug halt. Und da kam mehr oder weniger raus, dass der... Der wurde halt interviewt von welchen reichen Leuten. Und der hat halt das, der wurde halt von dir gefragt, was man so tun kann. Oh, der Nanding-Marker, das ist interessant. Und anscheinend sind reiche Leute nicht daran interessiert, die Welt zu retten, sondern wie sie sich selber retten. Weil das anscheinend billiger ist. Also wir haben gerade jemanden erschossen, das heißt, ab jetzt werde ich bestimmt wieder laden irgendwann. Oh. Das sind ganz schön viele Wachen, ne? Nein, wir versuchen es mal. Okay.
Fuck! Jetzt hast du es geschafft! Naja, und auf jeden Fall ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass die Superreichen sich auf irgendwelchen Inseln zurückziehen. Ich weiß nicht, ob so ein lustiger... Ach, das war nachdem ich jemanden erschossen habe, oder? Nee, das war davor, glaube ich, oder? Wenn ich mich den anders, das andere Safe Game nochmal an. Ich sollte öfter speichern, wenn ich so auf Erkundungszug gehe. Oh nein, das war nach meinem Mord. Schade. Ah ne, aber hier habe ich noch ein Autosave, das ist alles gut denn. Ja. Das ist auf jeden Fall das. Ist also, das ist, also ich kann sie damit rauslocken, ne? Ach, ich kann das gar kaum überfluten. Kronstadt Industries Hologram Windows to a soothing natural view of your choosing. Vor allem Hologrammfenster. Would you like to know more? I suppose so, yes. Das nächste Ding ist auch vor allen Dingen, das ist ja schön und gut, wenn du hier deinen Doomsday Shelter hast, aber wie geht denn das dann weiter? Ach, guck mal, ach, hier geht's in die Küche, in der ich gerade wahrscheinlich war. Das Ding ist, du brauchst ja immer noch welche Leute, die das Ding wir erhalten, oder? Ich meine, 99 Millionen ist durchaus noch ein Lottogewinn, ne? Es ist jetzt nicht komplett unwahrscheinlich, da ranzukommen. The old three-bedroom suite that I purchased back in 08 when the plans for the Arctic shelter were first announced. Part of the settlement. So now I'm considering one of the core suites. Was ist das für eine? You're coming on a little too strong, mister. Ja, wüsste. You look well, sir. Man sieht 47 mal sehr fit aus. Das ist auch nur ein Kostüm, als das wird. Das kann ich bestimmt nicht anziehen, weil es eine Frau ist, aber trotzdem. Vor allen Dingen auch, dass das nächste Ding, das zum Bunker löst, hätte halt keine großartigen Probleme, ne? Also du musst halt über nachdenken, dann hast du halt deinen scheiß Bunker, aber von da aus musst du irgendwie noch weitermachen. Ich meine, wenn du wirklich nur dein eigenes, vor allem die erzählen sich, ach guck mal, hier ist Eventpersonal, könnte ich mich verkleiden. Die ein bisschen belügen tun sie sich ja selber auch, ne? Wenn die jetzt halt meinen, das ist die Sicherheit ihrer Kinder. Das ist halt so die ganze Menschheit wieder aufzubauen, ist halt irgendwie schwierig, wenn man halt sich nur privat in seinen komischen Bunker zurückzieht. Wir brauchen nämlich diese Fabergé-Eier, ich muss Leute bewusst schlagen damit. Der Gletscher ist doch weggesprungen wegen Klimawandel. Das habe ich auch gelesen, wo ich das für Frostpunk recherchiert habe, dass der komische Gletscher gar nicht so cool ist. Die Münzen sind besonders hier. Dass dieser Gletscher in Svalbard, auf dem man sich, oder auf Spitzbergen, auf dem man sich verlassen hat, der hat den unangenehmen Nachteil, dass der weggeschmolzen ist und die Leute... Warum dreht sie sich eigentlich... Also ich muss sie bewusst zuschauen, weil sie hat diese Marke bei, die ich auf jeden Fall habe. Da muss man jetzt noch irgendwie in Drainagen investieren, weil ursprünglich hat man gedacht, naja, das ist halt alles irgendwie kalt und muss man sich keine Sorgen drum machen, das geht ja 30 Meter in die Erde rein, alles gut. Habe ich eigentlich schon was im Leute bewusst zu werfen? Ja, habe ich. Sehr gut. War dann anscheinend doch nicht so. Was macht die hier eigentlich hier unten? Ich meine, das ist ja wirklich die letzte Ecke hier, ne? Schön, dass es sobald die... Ach, das Zielgestein geht doch kaputt, wenn man ihn wirft, den ähnelt aber auch. Was? Und die Kasuki-Mission? Ich glaube, reiche Leute-Orte sehen immer so aus. Und das nächste Ding ist, wie lange hältst du eine Scheißbahn, ne? Also jetzt realistisch. Elster. Ist das hier unten noch welche Zugänge? Hm. Bringt es alles nicht so richtig viel. Zeitlimits habe ich hier wohl keine, oder? So, und hier? Also ich habe... Ist das eine Münze? Ich kann das Weinfass durchbohren. Ich weiß noch nicht so richtig, warum. Na, das ist später mehr. Ich hätte wahrscheinlich erst die ersten 200 Stunden damit tun. Knopf drücken. Tür aufgeschlossen. Ah, da sind wieder Leute mit lustigen Mänteln. Ich habe ein weiteres Gebiet in der... Sind die über die lustigen Gedenkmünzen? Ich befürchte, dass 300 kriege ich nicht voll. Was ist das hier für ein Metall-Dingens? Ich habe leider nichts mehr zum Bewusstlos werfen. Das
Fehlt jetzt schon so ein bisschen, ne? Und noch eine Gedenkmünze, sehr gut. Ausschalten, Öllampe. Ich weiß nicht so richtig, warum ich irgendwelche Leute in welchen Kellern würge. Aber mir ist so, als wäre das eine voll gute Idee. Kann man da oben, kann man noch hochklettern. Also wie so richtig gepflegt ist die Burg aber nicht, ne? Die haben halt zwar irgendwie so das oberflächlich irgendwie reingehalten hier, die Bude, aber nicht so richtig viel. Ihre MP können sie erstmal behalten. Noch habe ich nicht vor, mich durchzuschießen. Was tun, wenn die Katze die Möbel zerlegt? Ich bin keine Katze. Alles gut. Ach, das ist ein Gerüstpfosten, was da in der Ecke liegt. Vor allem, wenn du davon ausgehst, dass das irgendwie einen gewissen Wahrheitsgehalt das Ganze hat, dann fragst du dich, wo die Leute herkommen, die halt sowas bauen. Das frage ich mich aber Resident Evil zum Beispiel auch immer. Wo wollen nicht die ganzen Militärs herkommen, die da noch mitmachen? Ich bräuchte was zum Werfen. Eigentlich muss ich nur die beiden Typen kaputt kriegen, ne? Das sind die Söldner für die Zwillinge. Was ist denn das hier? Ich kann einen Cheeseburger klauen? Von Zeuge. Ups. Guck, da war zum Beispiel einer von diesen. Oh, wer ist der denn? Oh, ist das Janus? Ne, der Zeremoniemeister. Ah, cool. Ich bin schon mal im richtigen Raum gelandet. Erinnert sich noch jemand an das Maschinengewehr zwei Räume zuvor? Das wäre jetzt voll gut zu haben. Ich glaube, das sind keine Unschuldigen, die ich gerade erschossen habe. Also jetzt nicht die Wachen, sondern die anderen Typen, die ich gerade... Weiß gar nicht, steht hier gerade irgendwo? Weil wir sind, diese sind meistens Söldner. Oder halt sicher bei von Walls. Ja, aber was motiviert die noch mitzumachen? Die Welt ist untergegangen. Es gibt ja nichts mehr, zu dem man noch zurück kann in der Welt. Morgen wird die Siege-Server in Flammen aufgehen. Ach, kommt morgen das große Update raus. Na schön. So, genug Leute erschossen. Wir müssen da wieder hoch. Ich habe gar nicht so viel gesehen. Also meine Durchballaktionen sind leider gerade aktuell nicht so erfolgreich. Ach guck mal, hier ist der Rettungshelikopter, so wie es aussieht. Noch mehr Münzen. Ah, das sind keine. Achso, das sind aber normale Münzen, keine Gedenkmünzen. Warum sind leider ein bisschen viele Leute hier, ne? Erster Zeremonienmeister. Das ist keine Gelegenheit übrigens. Aber es drehen mir gerade drei Leute den Rücken zu. Vielleicht dreht sich hier niemand um. Jesus Christ! Hey, stop that! Oh,
Oh, shoot! Stop the strangling! For the love of... Der gute Mann tut mir ein bisschen leid. Ich hasse Zeug. Was haben wir hier schönes eigentlich noch? Zeichen des Götzenentwurfs. Aha. Mich kennt hier niemand. Nein. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Alles ist gut. Das ist der Götze. Oh, guck mal, da hinten ist mein Ziel. No. 47, that was our only lead on the partners. Abort mission. Ach, schön. Also das blaue Ziel nicht erschießen. Also das wusste ich natürlich schon. Wie gut man eigentlich mit Gewalt durchkommt, wenn ich... Das Problem ist, glaube ich, die Wachen hier haben alle keine schallgedämpften Waffen. Das war halt in der Mission davor mit dieser Kleingartensiedlung war das wesentlich einfacher, weil die hatten halt alle irgendwie schallgedämpfte Waffen. Und dadurch hat man die ja einfach... So, komm ich jetzt langsam wieder in den Bereich, wo ich sein darf? Hier, ja. Ach, guck mal, hier ist so ein... Spielt das dein Handy rum? Diese Roben sind halt irgendwie so ein bisschen lächerlich, ne? Ich frage mich halt, ob sich irgendwelche Geheimgesellschaften wirklich mit solchen Roben hingeben. Gar schon? Achso, das ist Sound. Ja, das müsste ja eigentlich mit auf jeden irgendwie lächerlich wirken, oder? So lustige Roben und Dings, Verschwörungen, wir machen hier eine Freimaurer. So richtig ernst nehmen kann ich das ja nicht. Es sind wirklich viele Leute hier. Oh, meine Ziele sind wirklich weit weg. Hatte ich eigentlich gerade Glück, dass sie konstant da gerade irgendwie lustig rumlief? Bin ich jetzt hier? Wir sind immer noch in der Erkundungsphase. Das könntest du aber die ganzen Residuen als Projekte eingliedern. Wann soll ich das fertig werden? Ich möchte daran erinnern, dass ich... Ach, guck mal, normale Münzen finden sich hier noch zu faul. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine normale Pistole. Die könnte ich vielleicht auch mal mitnehmen. Eine Kanonenkugel. Oh, mit der Kanonenkugel kann ich was machen. Es ist die nicht tödliche Wurfgegenstand. Oh ja, ist er. Schön. Die Kanonenkugel kann man noch laden. Nee, aber wann soll ich denn das alles spielen? Also wirklich mal... Was ist denn besser, die HX-16 oder die HX-7? Naja, wenn ich wieder in der Schießerei gerate, dann werde ich mich hier an diese Waffe erinnern. So, jetzt mal das hier. Speichern. Ich weiß, das wäre viel zu einfach gewesen, wenn ich einfach den offiziellen Weg lang gelaufen wäre. Aha. Das ist ja interessant. Was ist denn das hier? Sicherheitsbericht der Hydrauliktür? Lass mal sehen hier. Der Käfer hat den riesigen Götzen im Innenhof, hat eine versteckte Fluchttür. Laut diesem Sicherheitsbericht ist der hydraulische Schließmechanismus allerdings verstörend empfindlich. Schon ein leichter Druckabfall könnte das Schloss bereits verklemmen und den Insassen im Käfig einsperren. Ja, ich wohne nie in der Kiste. Ah ja, sehr gut. Dass irgendwann auffällt, dass hier kein Personal mehr rumrennt. Davon muss ich bestimmt die Zeremonie umstarten. Ah, ein Schraubenschloss, sehr gut. Den kann man schon mal werfen. Das ist schon mal viel wert. Also hier könnte ich quasi das Fluchttürsystem sabotieren. Das wollen wir nicht. Zumindest nicht in dem Moment. Weil das Ding ist, die Archivmans lassen interessantere Morde vermuten. Das möchte ich mir nicht nehmen. Erwischt? Oh. Ich wurde erwischt, Freunde. Fangen die gleich an zu feuern? Nein, tun sie nicht. Sehr gut. Hallo!
sorry. Die andere Waffe ist, glaube ich, besser. Mir fällt gerade so auf, dass ich eventuell einen kleinen Hass gegen reiche Leute habe. Also vor allen Dingen welche, die sich auf Veranstaltungen zusammenfinden, wo sie, die sich selber... Was ist das hier noch? Ziegel. Auf Veranstaltungen finden, die sich selber retten wollen. Warum sind diese Waffen eigentlich so kugelsicher? Ach guck mal, meine Ziele fliehen nicht. Das ist eigentlich viel interessanter, aber der... Aua. Was ist denn, wir sind LB1, HD? Das war nämlich schon wieder dieser komische Call of Duty Flughafen-Version. Da habe ich auch... Ich hatte die sogar eine Uncut-Version. Aber das ist halt einfach... Das fühlt sich halt total falsch an, ne? Diese komische Flughafen-Mission. Ihr wisst bestimmt, welche ich meine. Von Call of Duty 2. Oder Modern Warfare 2. Wo man halt auf irgendwelche Leute... wild in die Menge reinhaut. Das fühlt sich einfach total falsch an. Erstmal schießen die nicht zurück. Also bist du das mit dieser Menge, ne? Kommt der jetzt eigentlich nochmal rein, der gute Mann? Ich würde gerne die Wachen hier einen nach dem anderen ausschalten. Ich weiß mal nicht so richtig, ob ich hier überhaupt weiterkommen möchte. Eigentlich nicht wirklich, oder? Nee. Ich kann ja eigentlich erstmal wieder in die Öffentlichkeit gehen hier. Mich durch dieses Fenster hier stürzen, dann bin ich ja wieder im Gebiet, wo ich sein darf, ne? Noch nicht? Ah, hier darf ich sein. Also gleich. Guck mal hier. Zack. Spendenschale. Aha. Denken Sie easily of scale. Ich habe das Akzent falsch gesetzt, wenn Elend aber auch. Fand ich alle diese lustige. Warum ist das hier die Statue? Was hat das mit diesen Leuten auf sich? Der Master of Ceremonies ist weg. Ah, das sind die Initianten, die mit der weißen Maske. Interesting. Zoe Washington is going to partake in a ceremony, symbolizing the downfall of civilization from which the Ark Society will emerge unscathed. Apparently, a giant phoenix-shaped effigy is set on fire with Zoe inside it. Well, I suggest you locate this master of ceremonies who lights the fire, 47. If this doesn't sound like an accident waiting to happen, I don't know what does. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß bereits, wo der... Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Ach, jetzt sind wir hier. Das hat sich ja total gelohnt. Ja, das könnten wir machen, mache ich jetzt aber nicht. Hexenverbrennung, quasi. Das sind erstaunlich ärgerlich viele Frauen, die diesen roten Mantel anhaben. Also es ist deswegen ärgerlich, weil ich die nicht bewusst schlagen kann, ihre Klamotten klauen. Wo man was unterstellen will. Aber ich habe schon wie wild in Zivilisten reingeballert, ne? Türklopfen? Ernsthaft? Was bringt? Da kommt tatsächlich jemand. Lösen Winde? Was kommt denn runter? Ich hab da hier eine laute Pistole mitgenommen, oder? Das ist echt schwierig in der Menge. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah. Pacify the Bastard? Really? Zählt das hier nicht als Kamera? Alter, das ist viel Wahn. Ach, jetzt weiß ich, wo ich rauskomme. Hier ist der Gang. Ja, diese Wachen machen es einfach sehr schwierig, nicht in die Menge zu schießen.
Die könnten sich ja vorher wirklich ein bisschen trennen, ne? Habe ich ein Autosave, was neuer ist als das? Ne, tatsächlich nicht, ne. Dann kann ich von hier aus wieder weitermachen. Na gut, so viel dazu. Also heute ist auf jeden Fall der in die Menge schießen Faktor sehr groß. Das Problem, was ich glaube ich so ein bisschen mit reichen Leuten habe, und generell nicht mit Leuten, die... Das ist halt irgendwie so ein bisschen Verrat an die Menschlichkeit, ne? Wenn du halt so das davon ausgehst und naja, die Welt ist unter, wir versuchen nicht mal mit unseren Billionen, Billiarden. Na gut, Billiarden ist kein Wort, aber doch, Billiarden ist ein Wort. Mit unseren unfassbaren Reichen versuchen wir nicht die Welt zu retten, sondern stattdessen retten wir uns selber und fahren auf unser scheiß Yacht und das uns halt rum, weißt du? Das Ding ist halt, ich bin der festen Meinung, dass die Welt reich genug ist für die Leute. So, das haben wir schon. So. Und das erscheint mir halt irgendwie so, das ist ein bisschen irre, ne? So im Großen und Ganzen. Das ist halt, weil das irgendwie, ich meine, die Story klingt plausibel, dass sich irgendwelche reichen Leute retten wollen. Ich meine, das haben ja schon genug Leute private Inseln. Das ist halt, es gibt halt irgendwie Reichtum, dann gibt es Reichtum, der jeder Vernunft entbehrt. Hey, ist das Traumating. Das sind also die Initianten, die sehen nämlich besonders lächerlich aus, finde ich. Wie ich vorhin schon sagte, diese Geheimgesellschaften, das ist irgendwie alles ganz so komisch.